Mein Name ist Paul Grützner und Sie haben sich zugeschaltet zu einem Life-like Surgery Event, also eine Frakturversorgung am Humanpräparat. Es geht jetzt um den proximalen Humerus und hier werden wir eine sehr spannende Stunde gemeinsam verbringen mit zwei Operateuren, die zu meiner Linken stehen. Das ist Oliver Trapp aus der BG-Klinik in Murnau und Claude Kirchhoff aus München, rechts der Isar. Und die beiden versorgen sehr ähnliche proximale Humerusfrakturen mit unterschiedlichen Verfahren. Einmal wird Oliver Trapp versuchen, diese Fraktur mit einem Nagel zu reponieren auch und zu stabilisieren. Und Ludwig Kirchhoff wird eine Plattenosteosynthese durchführen. Die beiden sind bereit und werden jetzt erstmal anhand der präoperativen CT-Aufnahme den Frakturtyp und die Strategie der Versorgung und ihre Philosophie erläutern. Ich übergebe. Vielen Dank für die Einführung. Wir gehen direkt an den Monitor und werden hoffentlich die Bilder bekommen. Ludwig, was meinst du? Ja, also letztendlich eine Dreipartfraktur. Die laterale Wand ausgesprengt, Tuberculum minus steht, sehr wenig Dislokation, kleines bisschen vielleicht Varusüberhang. Aus meiner Sicht von den beiden heutigen Frakturen sicher die leichtere, trotzdem eine ideale Plattenindikation aus meiner Sicht. Das musst du jetzt sagen, du hast ja die Rolle, aber ich weiß natürlich, dass du im Herzen ganz anders schlägst. Das ist ein idealer Nagelfall, ganz sicher. Was sind die wichtigen Kriterien? Ich gehe jetzt hier mal ein bisschen mehr ins Detail. Wir haben eine Varus-Fehlstellung, ideal mit dem Nagel zu reponieren durch den idealen Nageleintrittspunkt. Wenn man es genau sieht, das Tuberculum minus hängt an der Kalotte. Das Tuberculum majus in seiner dorsalen Portion ist ausgesprengt, vor allen Dingen unten am 3D-Modell sehr gut zu sehen, dass dieses schuppige Fragment absteht. Hier der Pfeil, wunderbar, so kann man das sehen. Da hat die Zugkraft der Rotatorenmanschette die Dislokation verursacht. Das kann man wunderbar mit einem Faden wieder in die anatomische Position bringen und dann habe ich die ganze Stellung wieder rekonstruiert und das ist doch dann ideal mit einem Nagel fixiert, weil der Nagel minimal invasiv eingebracht wird. Es liegt dann komplett im Knochen, ist ein idealer zentraler Kraftträger. Der Patient darf sofort alles machen nach der Operation. Mein großes Bedenken ist immer, dass es sekundär dann doch zu einer Dislokation des Supraspinatus und des Tuberculum majus kommt. Meinetwegen das Hauptkonstrukt steht, aber eben der Motor der Schulter, der Supraspinatus uns disloziert. Das ist wichtig. Ich glaube aber in beiden Verfahren ist genau das ein wichtiger Punkt, nämlich dass wir die Zugkräfte der Rotatorenmanschette neutralisieren müssen. Das machen wir mit Fäden, kräftigen Fäden, Fiberwire-Fäden, wo wir die drei Portionen der Rotatorenmanschette je nach Frakturgrad fassen und am Implantat fixieren, um letztendlich die Stabilität für die funktionelle Nachbehandlung wiederherzustellen. Magst du noch ganz kurz was dazu sagen, wo für dich dann die Nagelindikation in Bezug auf die Frakturlinie an der Kalotte endet, also wo du nicht mehr nageln würdest? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der Nagel braucht, und das ist der wesentliche Punkt für die Stabilität letztendlich. Der Nagel braucht am Eintrittspunkt einen zirkulären Support vom Knochen, also er braucht eine Umgebung, die den Nagel dort fixiert. Wir haben hier eine kleine Zyste, also da gehe ich mal davon aus, dass die Rotatorenmanschette vielleicht nicht mehr die jüngste ist. Die stört mich aber jetzt in dem Fall jetzt nicht. Der Nageleintrittspunkt ist immer derselbe am höchsten Punkt der Kalotte. Da hat sich was getan in der Erfahrung. Man verlässt die Region seitlich in Richtung Tuberculum majus, um in die zentrale Region zu gehen, wo Knorpel ist. Aber ganz sicher nicht die Insertionsstelle der Supraspinatussehne, die damit komplett geschont werden kann. Und egal, ob es ein gekrümmter Nagel oder ein gerader Nagel ist, der Nageleintrittspunkt ist eigentlich immer derselbe. Das heißt, wenn wir jetzt hier den axialen Schnitt sehen würden, wäre hier
in der Gelenkfläche dein Nageleintrittspunkt und auf keinen Fall zu weit lateral. Auf gar keinen Fall zu weit lateral, wirklich am höchsten Punkt. Ich denke, das können wir jetzt am Präparat sehr gut demonstrieren. Dann schreiten wir zur Tat. Ja, wir haben hier das Präparat eingespannt. So sieht man das mal ganz kurz, das Setup. Ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, noch schnell über die Lagerung zu sprechen. Wir wollen eben den Oberarmkopf möglichst wenig exponieren. Und so ist dann letztendlich auch die Lagerung im wirklichen Leben. Es ist eine Beachchair-Position, es reicht eine leichte Beachchair-Position aus. Der Arm muss im Ellenbogen hängen und retrovertiert werden können, damit man mit dem Nageleintrittspunkt zurechtkommt. Wir haben das Akromion und oftmals ist der Nageleintrittspunkt genau unterhalb vom Akromion, also muss der Arm zurückgeführt werden, um dort den Eintrittspunkt freizugeben. Von der Durchleuchtung her ist es wichtig, dass wir den Nageleintrittspunkt, wenn wir den Draht gesetzt haben, in zwei Ebenen kontrollieren. Von daher wird der Patient so gelagert, dass er im Endeffekt auf einem normalen Tisch liegt. Da sind diese Metallschienen, da liegt die Schulter genau drüber. Warum? Wenn ich eine True AP Einstellung der Schulter will, schwenke ich den Bildwandler praktisch um 30 Grad nach innen, leuchte also wunderbar an diesem Metallbar vorbei und dann kann ich den Bildwandler drehen, wir werden es nachher auch zeigen, und diese Y-Aufnahme machen von der Seite und habe ohne irgendwas zu manipulieren die zwei Ebenen, die ich brauche, um den Kopf ideal aufzufädeln und dann gegenüber dem Schaft zu reponieren. Kurze Frage noch, bevor wir anfangen. Der Bildwandler sieht man jetzt, glaube ich, hier im Raum, kommt in dem Fall von kopfwärts hinter dem Patienten. Ein Mäuschen hat mir geflüstert, dass du ihn, glaube ich, von der Gegenseite... Nein, der kommt immer vom Kopf. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass letztendlich der Bildwandler von der Gegenseite reinfährt und man so auch durchleuchtet. Was, wenn man weniger Assistenten oder weniger gute röntgentechnische OP-Schwestern hat, manchmal ein Vorteil sein kann. Richtig. Das Gute ist, wenn man das so vom Kopf her kommen lässt, das stört eigentlich nicht. Ich kleide den komplett steril ein und lasse den stehen und brauche eigentlich dann für die Bedienung keinen Assistenten, habe meinen Fußtritt und kann den in diese zwei Positionen problemlos selber verstellen. Das ist manchmal gerade im Dienst ein echter Vorteil. Ich operiere den Nagel auf dem Tisch mit Schulterplatte, die ich rausnehme. Jetzt ist es bei euch sicher kein Geldproblem in Murnau, dass ihr den Tisch nicht habt. Ist das eine Philosophiefrage oder? Nein, es geht einfach nicht. Ich habe dieses seitliche Bild, diese Y-Aufnahme kann ich mit dem Schultertisch nicht machen, weil in der Mitte vom Schultertisch die ganzen Metallschienen sind für diesen Teil, den du rausnimmst. Und da leuchte ich genau durch, wenn ich den Nagel machen möchte und deswegen sehe ich nichts. Mhm. Und um diese zweite Position, die 90 Grad zur ersten, zur True AP zu bekommen, geht ein Schultertisch nicht. Gut. Ganz wichtig, dass wir das dann auch nochmal richtig demonstrieren in der Praxis. Ja, das machen wir. Vielleicht mal die Landmarken kurz zeigen. Wir haben extra einen Marker uns besorgt noch. Es ist hier natürlich jetzt, es fällt ins Auge, Clavicula, ACG-Gelenk, ist hier sehr, sehr, sehr einfach zu sehen. Ich glaube, wir sind richtig. Ja. Ganz wichtig ist das Akromion. Das Akromion zieht hier rum. Und warum ist es wichtig? Weil ich mit meinem Zugang Delta Split in dieser Position bleibe. Ich muss also vorne leicht am Akromion vorbeiziehen. Wenn ich eine Fraktur mit der Platte versorge, dann wird mein Zugang eher in dieser Richtung angelegt werden. Aber der Nagelzugang ist hier vorne. Der Vorteil für mich vom Delta Split ist, dass ich den Kopf, wenn ich diesen Weichteilmantel aufhebe, den Kopf überall gut sehen kann, vor allen Dingen auch die dorsalen Fragmente und die dorsalen Teile der Rotatorenmanschette, um die zu refixieren und zu rekonstruieren. Dann fangen wir an, würde ich sagen. Oliver, nochmal Frage Delta Split. Man sieht ja nicht selten, dass es an dem ventralen Anteil doch zu einer Atrophie kommt. Wie verhinderst du das? Ja, ich glaube, es sind zwei Geschichten, die wirklich wichtig sind. Erstens muss ich die Fasern vom Delta, das können wir vielleicht auch noch vom Axillaris wirklich schonen, dass die Fasern, die nach vorne ziehen, nicht geschädigt werden bei dem Zugang, aber eigentlich bleibe ich auch deutlich drüber. Das zweite ist,
dass ich oftmals denke, dass es einfach nicht eine ausreichende Rekonstruktion vom Delta ist. Wir werden es gleich sehen, wenn ich die Faszie hier nicht wieder rekonstruiere, und es gibt wirklich Kollegen, die einfach die subkutan nähen und dann ist gut, dann ist hier per se ein Loch. Ich denke, wir demonstrieren das am besten, dann kann man das sehen. Also Hautschnitt. 18.40 Uhr. Oh, Zeit auch noch. Das ist gut. Sehr schön. So, wir haben hier schon jetzt bei diesem schlanken Patienten die Delta-Phasen. Ich glaube, man kann das gut sehen. Ja. Oder spiegelt das ja? Ein bisschen überstrahlt. Ein bisschen überstrahlt. Ich kann man Licht ein ganz kleines bisschen wegdrehen. Nur ja, ja, besser. So. Nee, jetzt ist es ganz dunkel. Zu dunkel. So ist super. So, ja, so sieht man es, glaube so ich. So ist super. Ganz gut. So, interessanterweise ist am lateralen Rand vom Akromion immer dieser Faszienzügel, der hier nach unten zieht, der ideal für den Split von den Delta-Fasern geeignet ist. Und diesen Faszienzügel kann ich dann auch wieder sehr gut am Ende der Operation rekonstruieren. Hier vorne wird er abgesetzt und auch das kann ich dann am Ende der Operation gut rekonstruieren. Und man sieht jetzt schon, was passiert, nämlich dass dieser Anteil nach distal zieht. Und wenn ich das nicht rekonstruiere am Schluss der Operation, dann habe ich da vorne ein Loch. Ich glaube, das ist das, was der Freddy auch meinte. Entscheidend ist es schon, dass man sich die Mühe gibt, diese fettige Raphe und dann eben diesen Zügel aufzusuchen und nicht transdeltoidal irgendwo reinzugehen. Genau, also das ist ein richtiges Fasziengewebe. Es ist immer da und das näht man super zusammen. Und wenn das hält, das lässt sich gut rekonstruieren und dann ist auch die Funktion wiederhergestellt. Und ich denke, das ist bei diesem Zugang mit ein zentraler Punkt, dass man das rekonstruiert. So, was ich ganz gerne mache an der Stelle ist, dass ich mit dem Finger jetzt subakromial eingehe und hier auf der Rotatorenmanschette einmal nach vorne und nach hinten fasse. Immer mache ich das und dann löse ich leichte Verklebungen und dann spüre ich immer da hinten meine Fasern vom Axillaris. Egal ob Platte, egal ob Nagel, ich mache das immer so hier oben rein, auf der Rotatorenmanschette nach hinten gehen und man fällt automatisch bis zum den Fasern vom Axillaris. Und wenn man den einmal identifiziert hat, ist jetzt schwierig zu demonstrieren, weil er in der Tiefe sitzt, aber dann kann ich ihn auch schonen, weil ich weiß, wo er ist. Und dann brauche ich hier oben gar keine Angst mehr haben, weil ich im Endeffekt weiß, dass ich im sicheren Bereich bin. Uli, wir haben ja sicher auch jüngere Zuschauer. Wie viel Zentimeter ab Akromion traust du dich nach distal zu schneiden? Wo kommt für dich der Axillaris? Ja, es sind so 5-6 Zentimeter nach distal. In der Höhe ungefähr, man kann es im Röntgen eigentlich auch ganz gut sich vor der Operation einmal angucken, dass wir eben auf Höhe des Colum Chirurgicum sind. Und der Nervus Axillaris zieht dorsal, caudal oder distal nach proximal, ventral, so ein bisschen schräg nach vorne. Die Implantate sind darauf ausgelegt, das werden wir sehen, anatomische Präparate wie die Nägel, die sind dann genau so, dass sie die Schrauben entlang des Nervus Axillaris platzieren. So, jetzt sehen wir hier schon die ersten Frakturanteile an der Seite. Mal einen langen weg haben. Und nur schnell gucken, sehen wir da was? Ja, ja, ich kann es noch so. Ich mache jetzt ein ganz kleines bisschen den Schnitt doch länger, damit wir hier die Fraktur auch darstellen können. Das ist ein guter Vorschlag, Oliver. Das müsste ich eigentlich nicht machen. Ja. Aber jetzt sieht man ein bisschen hier die Fraktur. Ich kann es jetzt hier ganz gut sehen. Ja. Und ich habe jetzt hier, der Herr Kirchhoff hat jetzt fast fantastisch hier unten, direkt unter den Axillaris, den Haken eingesetzt und ihn geschützt, weil er mich kennt. Und hier habe ich das Fragment vom Tuberculum majus mit der anhängenden dorsalen Portion der Rotatorenmanschette. Ich nehme es nochmal von hier, dann sieht man es nochmal besser. Sehr gut zu sehen, wie sich das bewegt. Und jetzt bräuchte ich bereits jetzt nochmal einen kräftigen Faden. Olli, das Präparat hat uns jetzt nicht den Gefallen getan, dass da eine größere Bursa ist. Hat die Bursa für dich irgendeine Bedeutung? Die Bursa ist tatsächlich. Exzidierst du sie? Vernähst du sie? Nee, ich vernähe die nicht. Es ist tatsächlich so, dass gerade beim älteren Patienten, die wirklich derb ist, wir kennen es ja von den Arthroskopien, dass es chronische entzündetes Bursa-Gewebe ist, das wird nicht vollständig entfernt, aber da
um diese Sicht so zu ermöglichen, würde ich das Bursagewebe, was hier in Sichtweite kommt, auch wirklich entfernen. Was, glaube ich, für die, die über einen Delta-Split eine Platte machen wollen, wichtig ist, wenn sie die Bursa eröffnen und dann letztendlich medial der Bursa nach distal am Schaft entlang gehen, dann haben sie nahezu gar keine Gefahr, den Axillaris zu erwischen. Wohingegen, wenn sie die Bursa nicht eröffnen, ist die Gefahr deutlich höher. Ja. So, jetzt ist eigentlich an dieser Stufe schon ganz gut zu sehen. Ich habe hier immer schauen, dass die Kamera das auch gut darstellt. Ich habe hier mein Fragment und hier hinten noch ein bisschen Bursagewebe. Das kann ich noch ein bisschen resizieren, dann bin ich direkt auf der Rotatorenmanschette. Und ich kann jetzt durch leichte Drehungen über den Assistenten, der kann mir den Arm ein bisschen drehen, nach innen drehen, komme ich sehr gut an die Begrenzung der Rotatorenmanschette hier hinten an den Knochen ran. Es geht über diesen Zugang eben ideal, wenn man ein disloziertes dorsales posteriores Fragment hat, kann man sehr gut das über diesen Zugang kontrollieren. Gehe jetzt hier ansatznah Rotatorenmanschette an den Knochen ran und ziehe einen Faden durch. Da in der Regel nimmt man da einen Fiberwire-Faden, den haben wir jetzt hier nicht zur Verfügung, aber ich denke, es ist gut, auch mit diesem 2.0er Bicryl-Faden zu demonstrieren. Gehen wir wieder zurück mit der Rotation, wie ich dieses Fragment jetzt wie ein Marionettenstück hier positionieren kann. Und was ich manchmal auch sehr gerne mache, ist, dass ich in dieser Position einfach noch ein zweites durch die subscapulare Sehne, also die ventrale Portion, ziehe. Und wenn ich das dann so verknote, dann sieht man schon, das reponiert sich von selber. Es ist ein temporäres Tool, um die Reposition zu halten. Und dann passt sich das annähernd anatomisch ein. Das heißt temporär, du machst die Fäden wieder raus zum Schluss. Also wenn ich es als Repositionshilfe nehme, dann mache ich das rüber, dann mache ich es wieder raus, weil ich ein bisschen mit der Durchblutung und der Bizepssehne Angst habe. Von der subscapulare Sehne gehe ich über die Bizepssehne nach hinten. Mhm. Das mag ich nicht so gern. Das gibt Leute, die sagen, das ist überhaupt kein Problem, ich mag es nicht. Weil die Bizepssehne ist da immer eingeschnürt und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Aber den Dorsalen könntest du... Was ich mache, ist, dass ich, nachdem ich das Implantat eingebaut habe, diesen Faden dann ersetze, den ich da genommen habe, und diesen Faden dann an das Implantat fixiere. Gut. Also ich brauche einen Faden, definitiv. Das ist jetzt aber nur eine Repositionshilfe. Okay. Und dann zum Schluss brauche ich genau diesen Faden ans Implantat dran, weil nur das Implantat wirklich, wirklich hält. Du hast jetzt da relativ wenig Masse gestochen an der Manschette, ist das... Ja, das ist, weil die Nadel so klein ist. Okay. Das ist, würde ich ein bisschen mehr gerne haben. Okay. Und transtendinös oder transossea? Nee, ich gehe direkt am Ansatz nahe durch die Sehne am Knochen, weil da hältst, da kann sie sich ein bisschen setzen, die Naht, aber es geht nichts kaputt, die Durchblutung nicht, und am Übergang von der Sehne zum Knochen ist stabiler Halt. Mhm. So, ich sehe schon hier jetzt, ich kann das ganz gut reponieren, indem ich die Kalotte leicht anhebe. Da kann ich mit irgendeinem Tool, gerne ein Raspatorium oder ähnlichem, auch durch diesen Fragmentspalt hier eingehen und die Kalotte nochmal manipulieren. Wichtig ist, dass man medialen Hinge, also die mediale Corticalis, aufeinander stellt, damit man dort Abstützung hat. Und dadurch hebe ich im Endeffekt auch schon die Kalotte in die Position. Elevatorium wäre nicht schlecht. Elevatorium wäre ideal. Ich glaube, wir fahren einfach mal den Bildwandler jetzt in Position, damit wir ein bisschen auch sehen, was wir da tun. Decken wir jetzt bitte. Das auf so lange auf. Gut. So, und jetzt machen wir das Gelbe auf. Und dann schauen wir mal. Oliver, erklär, was du gemacht hast. Mach das Gelbe auf. Wie viel Grad hast du jetzt gekippt und das in welcher Position? Das sind 30 Grad nach innen. Jetzt machen wir ein Bild. Das müssen wir ein bisschen drehen. Also intraoperative Bildgebung ist die halbe Miete, oder? Jawohl. Und da, man hat jetzt gesehen, wir sind einfach von oben vom Kopf her gerade reingefahren. Aber man sieht es ganz gut, dass ich jetzt eben den Bildwandler so gekippt habe, dass ich zum einen an dem Metallbar vom Tisch vorbeikomme. Mhm. Und auf der anderen Seite sehe ich das Glenoid ideal als eine Linie und keine Doppelkontur. Also ich schaue genau ins Gelenk rein und habe jetzt praktisch meine True AP
Darstellung geschafft. Also das ist ein super Bild auf den ersten Schuss, Oliver. Glückwunsch. Dankeschön. Kann man das vielleicht mit der Kamera nochmal zeigen, wie der BV steht? Ja, sehr gut. Hier sieht man das nochmal gut. Also jetzt von vorne, der Detektor ist nach ventral, die Strahlenquelle ist unten am Tisch und so steht das eben in zwei Ebenen verkippt. Komm mal einmal mit der Kamera hier rüber. Ja, von da so hin, dann sieht man das ganz gut. Ich sage, die Röntgentechnik ist das Entscheidende. Ja. Genau, und jetzt bin ich mit dem Strahlengang durch die Beachchair-Position bin ich praktisch senkrecht zur Achse vom Schaft und durch die Innendrehung des Bildwandlers habe ich die True-AP-Ansicht und kann die Kalotte, das Tuberculum majus und alles ideal sehen. Und wenn ich jetzt hier auch schon mal mit einem Tool einfach mal an meinen Nageleintrittspunkt gehe, mal kurz zeigen, dann sehe ich schon ungefähr, wo ich dann hin muss, nochmal kurz. Ja, dann habe ich meinen Nageleintrittspunkt eigentlich schon gefunden. Das möchte ich aber einmal noch ganz kurz zeigen. Ich habe, wie gesagt, hier mein Tuberculum majus, die Dorsaliforation mit den Fäden gefangen. Deckenkammer oder... Ja, so sehe ich. Und kann jetzt trotzdem, auch wenn ich das Fragment schon fixiere, mit einem Haken hier reingehen. Mit einem Elevatorium haben wir nicht. Ich nehme jetzt einen Meißel. Mein Bild bitte. So, und jetzt kann ich genau am Kalka, nochmal ein Bild, ich mache es jetzt mit mehreren Schritten, damit man das auch sieht, kann ich jetzt ganz vorsichtig nochmal das Bild, das anheben, die Kalotte anheben und den Kalka rekonstruieren. Nochmal ein Bild. Also ist eigentlich ideal, ne? Die Kalka-Linie ist noch stufenfrei. Bild. So. Und diese Position kann ich jetzt, indem ich an der Seite meine Fäden vom Tuberculum majus jetzt verknote, sichern. Wie man sieht, das steht noch ein bisschen ab. Nochmal ein Bild. Ja. Bild bitte. Steht jetzt noch ein bisschen ab, das Fragment. Jetzt, das war noch ganz weg. Jetzt. Nochmal ein Bild bitte. Jetzt auch hier stufenfrei. So, jetzt ist das auch stufenfrei drin. Und wenn ich jetzt das, wie gesagt, mit meinem ventralen Faden verknote, habe ich eine gute Unterfütterung von der Kalotte, die eigentlich damit schon fest ist. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen wichtigsten Schritt der Operation mit dem Marknagel. Jetzt kann ich zwei Schritte wählen. In dem Fall mache ich es jetzt einfach mal so, dass ich an der richtigen Stelle, die ich hier relativ eindeutig identifizieren kann, einfach mal das Deckenkamera hat kein Licht. Geht es oben rüber? Unten durch. Genau. Machen wir noch ein bisschen Licht, das ist immer natürlich. Oliver, eine Zwischenfrage. Bei etwas muskelkräftigeren Menschen fixierst du auch mal temporär mit dem Kirschenrad nach der Reposition im Anheben oder braucht man das nicht? Das kann man machen, ist nicht so wichtig, wenn man nagelt, weil das wird im Endeffekt der Nagel letztendlich bestimmen. Und dafür brauche ich eigentlich nur die Kalotte rekonstruiert und wie die im Verhältnis zum Schaft ist, so brauche ich es nicht. Aber natürlich könnte ich das Fragment alternativ, das ist zum Beispiel eine Idee, wenn ich meinen Faden nur einen will, nicht nach vorne, kann ich das natürlich jetzt auch hier fixieren. Fixieren. Weil das mich nicht zu sehr stört. Blöd ist bloß, genauso wie beim distalen Humerus, wenn ich den Draht so setze, dass ich meinen Zieldraht nicht mehr reinkriegst. Zieldraht oder den Nagel nachher nicht mehr reingeht, dann ärgere ich mich ein bisschen. So, jetzt nehme ich einfach ein Skalpell, gehe, wie gesagt, weit weg, das Bild von der Decke bitte. So, hier ist ungefähr der Knochen zu Ende vom Tuberculum majus und ab da ist Rotatormanschette. Ich taste mal hier mit dem Skalpell die Kante vom Tuberculum majus ab. Die hängt praktisch noch komplett an der Kalotte. Hier ist mein Finger. Ich muss das ein bisschen darstellen, dass man das ein bisschen besser sehen kann. Würde ich alles sonst nicht machen, aber hier aus didaktischen Gründen. Und hier sehe ich unter der Rotatorenmanschette, ich glaube man kann sehen, die Sehne, die lange Bizepssehne, die hier rüber zieht. Und die Landmarke ist für mich extrem wichtig, weil die meisten anatomischen Nägel diese Sehne letztendlich aussparen mit der Position ihrer Schrauben. Und daher muss ich den Sehnenverlauf hier eindeutig identifizieren. So, guten
1,5 Zentimeter Dorsal mache ich jetzt meinen Längsschritt und zwar wirklich da, wo ich nicht in den Ansatzbereich der Sehne komme. Das Skalpell war auch schon mal ein bisschen jünger. Kannst du das so für jeden Fall empfehlen, primär die Inzision, oder ist es so, dass du bei großen Humerusköpfen lieber zuerst dir radiografisch den Eintrittspunkt darstellst und dann erst inzidierst? Also nachdem ich das hier so schön sehe und hier gar keine Probleme vermute und einen wunderschönen Haken gesehen habe für die Rotatorenmanschette, den ich hier unbedingt einsetzen möchte, diesen, der so aufspannt, den runden. Diesen kleinen Spreizer. Den kleinen Spreizer. Ja, den hier irgendwo versteckt. Den Spreizer für die Rotatorenmanschette, den können wir jetzt dann gleich einsetzen, wenn wir ihn finden, irgendwo auf den 7. Ach, da ist er ja schon, der Herr Kirchhoff hat den schon zweckentfremdet. Ja, aber wie gesagt, bei großen Humerusköpfen ist, glaube ich, besser, zuerst den Eintrittspunkt darstellen und dann erst inzidieren. Ja. Also ich find diesen Spreizer wunderschön, aber für die Rotatorenmanschette finde ich ihn tatsächlich nicht geeignet, weil er letztendlich mehr Inzision braucht, als ich brauche. So, was man jetzt gut sehen kann, denke ich, ist diese Inzision an der Rotatorenmanschette. Jetzt gibt es die multiplesten Möglichkeiten, wie ich mit der umgehe. Es gibt Leute, die machen hier einfach Fäden rein, vorne und hinten, und dann habe ich ein Loch und durch dieses Loch kann ich den Nagel implantieren. Es gibt die Möglichkeit, manche Instrumentarien haben hier einfach eine Bohrhülse und mit der Bohrhülse kann ich die Sehnenenden auf die Seite halten. Ganz erstaunlich finde ich unsere französischen Kollegen, die sich überhaupt nicht um die Rotatorenmanschette kümmern und sich damit brüsten, dass sie mit 1,5 cm Hautinzision nageln und die Rotatorenmanschette ist ihnen wurscht. Das finde ich interessant, das machen wir nicht so. Die Franzosen machen manches anders als wir. Ja, gut. Bevor wir politisch werden, nochmal ein Bild bitte. So, jetzt suche ich mir meinen richtigen Eintrittspunkt auf. Nochmal ein Bild. Der gefällt mir sehr gut. Also in der Verlängerung vom Schaft. Ja. Was mir noch nicht gefällt, ist, dass ich nicht sehe, dass ich auf dem höchsten Punkt bin. Nochmal. Das gefällt mir noch besser. Höchster Punkt, Verlängerung, Schaft. Hast du eine zweite Ebene? Jetzt mache ich den erstmal da rein. Nochmal zeigen. Jetzt habe ich das soweit platziert. Jetzt machen wir die zweite Ebene. Jetzt machen wir das Bild noch, Licht noch mal kurz weg. Und jetzt ist eben so den gelben und den blauen auf. Und der Draht läuft jetzt relativ dicht medial im Schaft. Drückt ihr das den Kopf da nicht in Valgus? Nee, der stimmt noch nicht. Noch weiter runter. Ja. So, und jetzt grün auf. Also das war ein Move, das hat man hoffentlich gesehen, wie der Bildverstärker. Und der schlägt dann unten an die Tischsäule. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen, noch ein bisschen tiefer, können wir machen. Noch weiter. So, zwei also, den gelb auf. So. Oliver, je nach Tischsystem ist das schwierig, oder? Ja, aber nochmal, wenn wir uns jetzt ungefähr vorstellen, dass der Patient auf dem Tisch liegt, ja, ist es von vorne wunderbar, bleiben wir mal so, ja. Wenn wir uns vorstellen, der Patient bleibt, hier ist ungefähr die seitliche Begrenzung vom Tisch ja. Und dort ist der zweite Bar ja. Und da liegt jetzt der Patient und dazwischen ist dieser Kunststoff und durch den kann ich super durchleuchten okay. Und jetzt machen wir mal ein Bild. Und das ist jetzt genau das, was ich jetzt eben brauche. Ich habe jetzt genau, muss ich mal kurz orientieren, die Zangen könnten wir nochmal kurz auf die Seite legen. Machen wir mal kurz ein Bild. Ja, das ist genau. Das ist von Ventral und da hinten ist mein Fragment, was hier ausgebrochen ist. Könnt ihr gerade nochmal aufs Röntgen schauen? Ja. Oder erklär es gerade nochmal hier am Monitor. Jetzt hast du ja, wunderbar. Mit der Maus. Also. Ich mach's. Ja, genau. Was man jetzt sieht, wenn man den Humerus mal senkrecht macht, bitte. Wunderbar. Was ich jetzt sehe, ist, dass ich hier den Kopf
schön auf seiner Eistüte habe. Ein ganz kleines bisschen bin ich nach ventral gekippt. Hier hinten ist das Fragment. Das dorsale Tuberkulumfragment, ne? Und das, wenn ich mit dem Faden angeschwungen hast. Ja, und wenn ich diese Position, wenn ich dieses Bild habe, kann ich auf den Millimeter genau eigentlich meinen idealen Nageleintrittspunkt definieren. Und der ist doch nicht so schlecht. Den hast du eigentlich getroffen. Der ist nicht so schlecht. Also ich wäre jetzt ein bisschen Perfektionist und würde ihn sogar so legen. Damit die Kalotte sich dann aufstellt. Genau. Also auf den höchsten Punkt hier, an wo die Maus, wo der Pfeil jetzt ist, dort soll da eigentlich sein. Dort würde ich sie hin tun. Okay, also das, mach das. Probieren wir jetzt einfach mal kurz. Haben wir einen zweiten Draht für den Olli oder willst du den umsetzen? Ja, können wir einfach mal einen zweiten Draht nehmen. Das Gute ist tatsächlich, wenn man einen zweiten Draht hat, und deswegen machst du nämlich den Schnitt für den, der Rotatorenmanschette noch nicht gleich, genau, sondern machst ihn rein, dann kannst du ihn nämlich als Joystick verwenden und machst den Schnitt dann, wenn du den endgültigen Draht richtig platziert hast. Also, ich bin ein bisschen zu weit. Also, Claudio, so machen wir es, ne? Ja, drum mache ich so. Nicht direkt reinschneiden. Ja. Müssen wir doch mal ein bisschen, der ist ein bisschen groß. Den Zweier auf, den Blau und Gelb auf. Ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu wuchtig hier. Und den einen Blauen nochmal überschwenken. Dann sehen wir hier nochmal, wo wir sind. Ja, diese Deckenkamera, Deckenkamera mal an, bitte. Jetzt haben wir die Deckenkamera. Die Deckenkamera wäre super. Jawohl. Sehr gut. Prima. Also wir haben gesagt, wir sind ein ganz kleines bisschen von ventral gekommen. Also dann Kalotte hängt ein bisschen nach ventral über. Auf dem zweiten Bild gesagt, wir wollen ein ganz kleines bisschen weiter nach lateral zielen. Und jetzt machen wir gleich nochmal die Erfolgskontrolle. Weil das ist wirklich alles andere, das kann der Gärtner machen. Aber den Punkt jetzt richtig an die richtige Position zu bringen, das ist die zentrale... Das mag nicht so wie ich. Bisschen abziehen, ja. Nimm den Handgriff. Jetzt. Gut. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Der Laser ist an, oder? Ja. Bisschen deckenwärts. Müssen wir jetzt nochmal fahren. Müsste reichen. Ein Bild auf den Monitor. Bisschen drehen wieder. So, mit dem Eintrittspunkt sind wir, glaube ich, zufrieden. In der Ebene schon. Was passiert jetzt, wenn man einen gekrümmten Nagel nimmt? Es kommt darauf an, wie der Knochen ist. Wenn der Knochen oben weich ist, dann ist es total Wurst. Das ist richtig, aber das wollen wir ja, dass der Nagel sich da oben eigentlich gut verankert. Aber wir haben hier noch einen ganz kleinen Medialversatz. Also wenn wir jetzt tatsächlich einen gekrümmten Nagel nehmen, könnte er uns ein bisschen mehr valgisieren. Mhm. Das sind ein paar Grad, aber tendenziell hilft er uns ein bisschen zu valgisieren. Der gerade Nagel würde das jetzt einfach so fixieren, wie es ist. Auch nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, der gekrümmte Nagel hilft ein ganz kleines bisschen, wenn man mit dem Nagel Eintrittspunkt nicht korrekt ist und ein bisschen in die Valgusposition kommen möchte. Also so. Tipp beim geraden Nagel, erst reponieren, dann fixieren. Genau. Und jetzt nochmal die zwei aufmachen. Jetzt schauen wir nochmal die zweite Ebene an. Runterfahren wieder. Laser. Nochmal ein Bild. Jawohl. Schön. Das ist da der Punkt, wo wir hin wollten. Dann können wir einen Bildwandler bitte aufbauen. Rausfahren. Aufbauen. Alles andere brauchen wir jetzt dann keinen Bildwandler mehr. Wir haben unsere Inzision in der Rotatorenmanschette schon angebracht. Jetzt gibt es unterschiedliche Eröffnungstools. Das hier ist effizient, sagen wir mal so. Da würde man gerne eine Bohrhülse haben. Wie gesagt, ich würde hier mit Haken, kleinen Haken, den Assistenten bitten, mir die Rotatorenmanschette wegzuhalten. Dann gehe ich immer erstmal rückwärts, um den Bohrer wirklich ohne Schaden der Rotatorenmanschette auf den Knochen aufzusetzen. Und dann lassen wir ihn vorwärts laufen und einfach dem Nagel folgen. Dem Draht folgen. Dem Draht folgen. Jetzt ist er unsteril. Geht an der Stelle. So, und jetzt sind wir schon so weit, dass wir uns ein bisschen orientieren müssen. Jetzt brauche ich eine Bohrhülse, wo wir denn diese Schrauben hinsetzen. Ja.
Und da ist für mich die Landmarke diese Schraube. Und warum? Ich kann diese Schraube eigentlich immer über meinen Schnitt darstellen. Kommt noch ein bisschen gezoomt, ja wunderbar. Noch ein bisschen näher ran und von der Seite wäre vielleicht ein bisschen gut. Ruhig noch näher. Im Kuschelmodus. So, jetzt sehen wir hier, wie die Bohrhülse mir diese oberste Schraube zeigt und hier habe ich meine Inzision. Das heißt, ich kann jetzt genau die Landmarken für die Position der Schrauben finden. Ich gehe also so weit rein, dass der Nagel direkt in der Kalotte drin ist und ich kann jetzt hier diese Schraube unter Sicht setzen. Hier hinten schaue ich jetzt noch mal, wo der Sulkus ist. Ich muss ungefähr ein Querfinger hinter dem Sulkus sein mit meiner Schraube, weil wenn ich das nicht bin, dann lande ich im Sulcus bicipitalis. Sollen wir nochmal nach deinem Tuberculum maius gucken? Ich glaube, ich mache dann den Schnitt nochmal richtig groß, dass man das nochmal genau sieht. So, und jetzt, wenn ich das Tuberculum maius reponiere, muss ich jetzt ein bisschen reindrücken. Das geht aber ganz gut. So. Dann kann ich das jetzt in Position halten und wenn ich das richtig sehe, dann ist es sogar so, dass ich... Wo ist denn der Nagel dazu? Oliver, du kontrollierst jetzt hier. Die Eintrittstiefe vom Nagel, ne? Genau. Das würde ich jetzt unbedingt mal, wie das geht. Auch nochmal mit dem Röntgengerät machen. Ich glaube, der setzt oben auf den Knorpel auf. Mhm. Da gibt es einen kleinen Widerstand. Der Nagel ist ein bisschen dünner als das Zielgerät. Okay. Also der setzt jetzt am direkt auf die Kalotte. Genau. Und das, dem vertraue ich jetzt mal, weil sonst müsste ich jetzt ein Röntgenbild machen. Okay. Kannst Soll ich dir dein Tuberculum dislozieren? Wehe. Wehe, du. Aber das ist ja schon entscheidend. Wenn er zu tief drin ist, hält er nichts oben und wenn er rausguckt, genau. Dann tut es weh. Du musst es jetzt so lange halten, bis die hintere Schraube drin ist. Dann darfst du dich entspannen. Gut. Gut, also jetzt kommt hier diese Schraube. Das ist so, dass die in der Regel eine 45er Schraube ist. Sag ich doch. Muss man meistens gar nicht komplett bohren. Irgendwas. Ja, ich habe... Das war hier schon jemand zugange und da wollte ich jetzt so einen Aufsatz. So, jetzt machen wir schnell die zwei Schrauben rein. Das sind die zentralen, die wir da brauchen und den Rest können wir dann theoretisch machen, damit der Pilotweg noch... Genau, du kannst ja dann anschließend noch ein bisschen philosophieren, während ich mein Präparat einspanne. Jawohl. So, jetzt setze ich hier die Schraube auf. Ich lasse sie noch ein bisschen rausstehen und jetzt kommt nochmal die Bohrung hier hinten. Das ist jetzt nämlich wichtig und da mache ich meistens dann doch nochmal eine Stichinzision. Ich kriege nochmal ein Skalpell, weil ich ziehe die jetzt einfach ein bisschen die Inzision ein bisschen in die Länge, damit wir dann auch nochmal die Landmarken anschauen können. Also eigentlich ist das jetzt die erste Schraube, die über eine Stichinzision geht. Aber die ist schon ganz schön gefährlich, findest du nicht? Für Nerven. Ja, aber wenn der Nagel nicht zu tief drin ist, dann sind wir eigentlich immer noch im sicheren Bereich. Und wenn du jetzt aber eine ganz kleine, zierliche Dame hast? Dann mache ich diese Schraube nicht. Okay. Mach dir eine Platte. Dann mache ich zum Beispiel eine Platte. Ja, oder wenn sie älter ist, dann kann auch mal eine Prothese. Oder. Wir müssen ja mit unseren ganzen Spielsachen sinnvoll spielen, damit der Patient bestmöglich profitiert. Die Indikation muss stimmen. Und dafür brauchen wir ein gutes Repertoire an verschiedenen Instrumenten und Spielzeugen, um im Einzelfall dann das Bestmögliche für den Patienten zu finden. Das ist Oliver, ich habe eine Zwischenfrage, da kam 45. jetzt eine Frage aus dem Auditorium. Kraniales Portal von der Schulterarthroskopie, wäre das eine Alternative für den Zugang? Ja. 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 Kann man machen. Kann man gut. Habe ich jetzt so noch gar nicht bezeichnet, aber stimmt. Stimmt. Ja. Gut. Dass man später die Rotatormanschette nähen kann, oder? Ja. Wenn man es rekonstruiert dann. Vielleicht war das die Idee auch von der Frage, nehme ich an. So, wenn man jetzt schon genau hinschaut, dann sind wir jetzt mit dieser Schraube tatsächlich schon durch dieses dorsale Fragment. Und fixieren das damit schon. Das heißt, ich könnte jetzt hier langsam loslassen. Jetzt könntest du dich langsam ein bisschen entspannen. Und jetzt geht schon durch die Muskulatur durch. Schauen wir hier nochmal, wo die genau sitzt.
Jawohl, ist drin. Und jetzt mache ich die hier oben ein ganz kleines bisschen rein, dass der Klotik nicht schimpft. So, wie viele Schrauben müssen das oben sein bei so einem Nagel? Immer drei ist für mich das Minimum. Mhm. Minimum. Das Minimum. So, jetzt mache ich das hier mal ab, damit wir das schön mal zeigen können. Jetzt weiß ich nicht, was... Ja, das reicht, das ist wunderbar. Jetzt kriege ich mal in irgendeiner Form einen Haken. Ja, der ist gut. So, wenn ich da richtig hinschaue und das Licht auch noch mal ein bisschen korrigiere. Fangen wir ein bisschen hinterher. So, dann ist mir jetzt eben wichtig, dass man einmal sieht, dass hier der Sulcus precipitalis ist. Hier. Ich glaube, das sieht man sehr schön mit der Handkamera. Ja, da ist der Sulcus precipitalis. Sehr gut. Und hier hinten ist meine erste Schraube. Hier ist. Sind jetzt eben diese 1 bis 1,5 cm, die ich brauche. Die Schraube ist jetzt tatsächlich auch im Frakturspalt, aber diese Schraube ist vor allen Dingen gedacht, die Kalotte zu verankern. Und was ich jetzt hier auch gut zeigen kann, ist, dass ich jetzt meinen Faden, den ich vorhin genommen habe, hier um diese Schraube wunderbar verknoten kann, um nochmal eine Zugurtung für dieses hintere Fragment haben. Aber trotzdem hat dieses Fragment auch hier unten, man sieht es, ja, hier sieht man es, da ist die zweite Schraube und diese zweite Schraube sitzt mittendrin in diesem Fragment. Ich würde aber dieser Schraube niemals vertrauen, gerade bei Osteoporose, weil diese Schraube einfach durch den Knochen durchschneidet. Das Zielgerät, noch mal kurz. Und bevor wir jetzt letztendlich dann nochmal kurz ein Bild machen, nur noch ein kurzer Blick über das Zielgerät, warum ich jetzt mit dieser einen Schraube so wichtig geschaut habe, dass die 1,5 cm dahinter ist. Die dritte Schraube, die hier kommt, sieht man es? Mhm. Die liegt jetzt nochmal ventral von der ersten Schraube hier hinten und hier ist der Sulcus. Also die liegt genau am an der hinteren Begrenzung, sieht man das? Vielleicht können wir nochmal auf die... So. Also hier ist diese Schraube. Und da ist die hintere Begrenzung vom Sulcus. Das ist die Bizepssehne. Oliver, mach doch mal auf die Sehne, oder? Und wenn ich mich hier nicht richtig orientiere, dann fixiere ich die. Also das machen wir in der OP nicht so, aber ich glaube für die Demo hier in diesem Beispiel macht der Oliver Trapp gerade mal das Sehnenlager auf und dann ist es doch noch eindeutiger. Wäre besser. So, da kommt sie schon. So, und da sieht man jetzt doch sehr genau, wie knapp diese Lagebeziehung ist, aber genau so soll es sein. Am Hinterrand, hier ist die Bizepssehne, am Hinterrand der Bizepssehne gehört diese Schraube hin. Und deswegen ist es extrem wichtig, diese Schraubenposition richtig zu wählen, weil ich leider schon sehr viele Patienten gesehen habe mit einer Schraube direkt durch die Bizepssehne. Ist jetzt vielleicht wie eine Tenodese nicht so ganz so schlimm, aber muss ja nicht sein. Aber ich glaube, das war jetzt nochmal sehr eindrucksvoll, dass man sieht, wie die Lagebeziehung ist, weißt du? Die Sehne läuft hinten im Sulcus drin und das ist wirklich direkt dran. Also die Ausrichtung ist ja das Entscheidende. Gut, ich denke, wir müssen jetzt nicht diese Schrauben noch besetzen, das kann jeder selber üben. Aber ich würde gerne noch ein Röntgenbild abschließend machen, um nochmal zu sehen, wie das jetzt die Reposition nach dem Einbringen vom Nagel ist. Weil der Nagel im Endeffekt blau und... Olli, du weißt, meine Philosophie zur Bizepssehne ist eine andere. Also ich denke eher, dass sie Schmerzmotor ist, auch als Frakturfolge. Und da tenodetisiere oder tenotomiere ich fast alle Bizepssehnen. Okay. Und jetzt stellt sich mir die Frage, wäre es nicht auch bei deinem Nagelverfahren besser, die Bizepssehne primär zu tenotomieren oder zu tenodetisieren und dann diese dritte Schraube von ventral genau durch den Sulcus zu setzen? Weil wir wissen ja, dass das eigentlich die härteste Struktur am ganzen proximalen Humerus ist. Es würde doch dem Ganzen vielleicht sogar noch mehr Sicherheit verleihen. Das ist, wird von bestimmten Autoren auch tatsächlich so gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ein Patient keine Pathologie mir angibt vorher, weiß ich nicht, warum ich jetzt unbedingt die Bizepssehne auch überhaupt nur darstellen muss. Das ist eine exzellente Injury-Publikation,
Außen rechts der Isa, aus meiner Arbeitsgruppe, wo wir gesehen haben, dass die einfach besser sind vom anterosuperioren Schmerz. Gut, also ich denke, beim älteren Patienten ist es wirklich, der vielleicht auch schon Schulterschmerzen vorher gehabt hat, ist es ein Punkt, aber ich habe ehrlich gesagt da kein wirkliches Problem bisher gesehen mit der Bizepssehne und deswegen haben wir vor Jahren auch schon mit dem Herrn Resch, da hatte der Herr Scheibel berichtet, dass er bei allen proximalen Humerusfrakturen die Bizepssehne kappt. Das hat den Herrn Resch damals auch ein bisschen verwirrt. Ich mache es, wenn ich im Vorfeld schon weiß, der Patient hatte Schulterprobleme und ich sehe, da ist ein degeneratives Problem, dann mache ich es, aber ansonsten lasse ich es in Ruhe. Dazu gehört dann aber auch eine Anamnese. Ja. Ganz wichtiger Punkt. Trotz Life-like Surgery, auch Anamnesen sind wichtig. Auf jeden Fall. Hier nochmal zum Röntgenbild, können wir das vielleicht gerade mal aufschalten? Sehr, sehr schön, oder? Gut, also ich wäre zufrieden, die Schrauben sind jetzt tatsächlich, da haben wir uns jetzt aber auch nicht so viel Mühe gegeben, die richtig zu bemessen. Die wären wir jetzt eigentlich gut, ich würde aber die Köpfe seitlich nicht so weit rausstehen haben. Also ich würde die nochmal 5 mm kürzer machen und die Köpfe ein bisschen flascher mit dem Knochen bringen. Ich sehe aber auch, dass mein Fragment vollkommen ausreichend in der Position, das hat einen kleinen Spiegel unten, das tuberkulomales Fragment. Wir haben aber gesehen, dass es genau in der richtigen Position ist. Und damit ist es als Anker für die Rotatormanschette, glaube ich, auch nach Herrn Tauber ideal positioniert, sodass die Funktion der Rotatorenmanschette wiederhergestellt ist. Und ich glaube, in so einer Situation, jetzt so unten noch 2 Schrauben rein, könnte der Patient wirklich funktionell nachbehandelt werden. Wir machen gar keine Rückstellung. Das Einzige ist, dass wir sagen, in den ersten 6 Wochen nicht über 90 Grad und keine Belastung. Aber ansonsten dürfte der Patient alles machen. Kannst du noch was zur Nageldicke sagen? Würdest du versuchen, auch am proximalen Humerus immer den dickestmöglichen Nagel zu nehmen? Oder spielt es für dich nicht so viel Relevanz, weil du sagst, die Corticalis distal verankert mir gut genug? Ich brauche kein Verklemmen oder ein Formfit des Nagels im Schaft. Im Schaft, da gibt es tatsächlich keine großartige Möglichkeit zu wählen. Die sind alle 8 mm. Wir brauchen es eigentlich nicht. Es gibt in der Zukunft, in der nächsten Generation, wird es winkelstabile Schrauben in dem Bereich geben, die auch nicht in einer Ebene sind, sondern ein bisschen gekreuzt zueinander, um eben eine dreidimensionale Fixierung im Schaft zu erreichen. Aber tatsächlich ist es so, wenn man hier ein ganz kleines, und wir haben hier eine kleine Impaktion, da wird nichts passieren und da wird nichts dislozieren. Und diese Diskrepanz zwischen Nageldurchmesser und Markraum habe ich noch nicht als Problem in der Nachbehandlung identifiziert. Haben wir eigentlich schon geschaut, ob diese leichte ventrale Dislokation weg ist? Das können wir noch kurz, ein letztes Bild, wieder runterfahren. Das geht immer nicht gleichzeitig, gell? Ja. Oliver, du weißt, dass du den Ludwig jetzt noch 5 Minuten gelassen hast für die Karte. Ja, ich habe euch schon vorhin zugehört, wie ihr gesagt habt, ich kriege nur noch 5 Minuten. Das habe ich jetzt gedacht, das machen wir anders. Aber der Ludwig ist Kummer gewöhnt. So, jetzt machen wir ein Bild machen. So, ich wäre zufrieden. Das kannst du auch sein, obwohl es ein Nagel ist. Es ist nicht so schlecht, Oliver. Also, das Schöne ist tatsächlich, auch gerade beim älteren Patienten, ist einfach die Stabilität. Ich habe mit dem Nagel, der ja 10 mm in der Regel Durchmesser, die Kalotte fast im Gegensatz zur Platte, die eben nur die Schraubenspitzen letztendlich in der Kalotte fixiert, habe ich ein bisschen Vorteil, einen biomechanischen Vorteil und deswegen gerade beim älteren Patienten liebe ich es, den Nagel zu verwenden, um einfach biomechanisch ein bisschen mehr Stabilität zu erreichen. Das war ein klares Statement, Oliver, für den Nagel. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten und Ludwig ist ein schneller Operateur, der ist stadtbekannt in München. Bekannt, was hast du gesagt? Und jetzt, er hat auch schon ein bisschen am Zugang gearbeitet. Diesmal kein Delta Split, oder? Nee, schaut so aus wie ein Delta Split, ist aber ein Deltoidopectoraler. Ist ein Deltoidopectoraler Zugang, der hat da schon ein bisschen vorgearbeitet, vielleicht können wir die Deckenkamera wieder einjustieren, dann sieht man das auch einigermaßen. Dann gehen wir vielleicht ganz kurz einmal schnell an die Bilder. Ich glaube, so richtig viel operieren werde ich gar nicht können. Vielleicht mehr ein bisschen philosophieren. Ja, das werden wir sehen. Wir haben noch ein paar Minuten, glaube ich. Nee, sondern die vom nächsten Präparat. Das sind ja noch über 10 Minuten. Hm.
Easy. Und da rufen wir jetzt mal kurz die Bilder dazu auf. Das müsste Oliver, left sein. Left ist es. Bis hierher sehr, sehr vielen Dank für diese Demonstration. Ich 29, bin 7, kein ML. Großer Nagelfreund, das habe ich dir ja vor dieser Session schon gesagt, aber ich muss zugeben, ML. Da gibt es ein paar Punkte, die man eben gut beachten muss, und das ist alles, alles ganz anders, wenn man es auch kann. Ne? Das ist das Entscheidende. Man muss wissen, um was es geht. Ich glaube, der Nagel ist so, dass er tatsächlich ein bisschen, ich rede dauernd von Liebe, braucht. Man muss sich damit beschäftigen. Es ist kein Instrument, das man einfach im Dienst mal ausprobiert, weil da erleidet man Schiffbruch. Es ist sehr viel minimalinvasiv, was man tatsächlich machen kann, wenn man das Verfahren kennt. Und deswegen sollte man damit Erfahrung sammeln, am besten mit einem Operateur, der einen da einführt und eben diese Erfahrung schon gesammelt hat. Und da ist wahrscheinlich tatsächlich im breiten Feld die Platte ein bisschen verzeihender. Ludwig Kirchhoff hat jetzt die Bilder aufgerufen hier für die Demonstration und Analyse der genau. Struktur am proximalen Humerus. Ich glaube, das ist jetzt letztendlich genau die Antipode zu der Fraktur vom Olli. Wenn man vielleicht kurz mit der Kamera näher kommt, das sieht man noch ein bisschen besser als auf dem CT, dann haben wir letztendlich eine linke Schulter, es ist eine Vierpart-Fraktur, das heißt die Kalotte ist frakturiert, das Tuberculomaius ist frakturiert und auch das Tuberculominus ist ausgesprengt. Aber das Entscheidende, was hier den Nagel verbietet, ist letztendlich, wenn wir von kranial drauf schauen, dass die Fraktur weit medial des Tuberculomaius durch die Gelenkfläche läuft. Das heißt, mein Nageleintrittspunkt wäre leicht lateral der Fraktur und ich würde letztendlich mit diesen zwei, drei Schrauben vom Oliver versuchen, das gesamte Kalottenfragment zu fassen, und das verbietet sich aus meiner Sicht durch den Eintritt. Da stimme ich dir vollkommen zu. Ja. Ein Headsplit oder eine Fraktur im Bereich des Nageleintrittspunkts ist eine Kontraindikation für einen Nagel. Und da ist es mir dann lieber, eine Platte mit der Möglichkeit von 7 bis 9 Schrauben, die sich in die Kalotte verankern, möglichst nah in so einem Fall, denke ich, subchondral, ist, denke ich, sicher die bessere Alternative. Man kann jetzt viel philosophieren, ob das hier überhaupt ein Fall für eine kopferhaltende Therapie ist. Ich denke, das ist im Wesentlichen abhängig vom Alter und Anspruch des Patienten. Osteoporotisches Alter, niedriger Anspruch, ist in dem Fall entweder mit einer konservativen Therapie oder einer Frakturinversen gut betreut. Aber es gibt diese Frakturen leider auch in unserem Patientenkollektiv bei arbeitenden Männern, meistens Stürze aus hoher Höhe, Hochrasanztraumen, die dann sowas hier als Folge einer Luxationsfraktur mit einem sagittalen Headsplit erleiden. Genau, ich denke, so viel zu den CT-Bildern und zu diesem 3D-Print. Und jetzt gehen wir ans Präparat. Oliver, nicht davonlaufen, sondern mir jetzt auch helfen. Ich suche Haarkennenschöne für dich. Aber ich brauche ein bisschen Größe. Ja, nimm die Longlegs. Also letztendlich, ich bin ein großer Freund von tatsächlichen proximalen Humerusfrakturen eines deltoidiopektoralen Zugangs. Den Delta-Split-Zugang nehme ich sehr gerne für isolierte Tuberculomaius-Frakturen, aber in dem Fall ein deltoidiopektoraler Zugang, der, wie Sie alle wissen, leicht lateral des Coracoids beginnt und dann neben die Achselfalte lateral zieht. Ich habe für Sie das einfach mal aus Zeitgründen vorbereitet. Sie müssen mir glauben, dass ich die Vena cephalica hier lateralisiere. Danke. Dann ist letztendlich die nächste Struktur, die ich gekappt habe, die clavipectorale Faszie, die hier vorne dem proximalen Humerus aufliegt. Sie sehen hier unten die pectorale Sehne, die hier sehr schön konturiert ist und gut erkennbar ist. Und hier vorne sehe ich jetzt letztendlich auf das Tuberculominus. Wenn ich den proximalen Humerus jetzt nach lateral drehe und der Dr. Trapp mich nicht nur manipuliert, dann sehen Sie so sehr wenig Exposition. Und viele
Operateure beklagen, dass insbesondere die Aufsicht auf die dorsale Portion des proximalen Humerus über den deltoidiopektoralen Zugang schlecht ist. Aber wenn ich den Arm leicht abduziere, sehen Sie, wie ich Spannung hier vom Deltamuskel nehme und dann in Innenrotation sehr, sehr weit hier auf die dorsale Portion des Tuberculum majus sehen kann. Das war sehr schön. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Trick, die Armabduktion und Innenrotation. Und dann hat man eine super Exposition auch über diesen ventralen Zugang. Genau. Und jetzt sag mir, wie dein Assistent heißt, der das die ganze Zeit so Mein macht. Assistent ist in der Regel ein pneumatischer oder ein mechanischer Armhalter. Genau. Also ich operiere das alles auf einem Trimano, das darf ich in dem Fall auch sagen, oder einem Spider. So dass ich meinen Arm gut positionieren kann. Ich denke, das ist wichtig, weil das erleichtert einem das Leben ungemein. Was Sie hier vorne sehen, sind die Conjoint Tendons. Zu Hause wäre jetzt mein nächster Schritt das Einsetzen eines Selbsthaltespreizers. Eine Branche würde hier unter die Conjoint Tendons als Widerlager greifen und die zweite Branche würde unter den Delta greifen und dann hätte ich ein sehr schönes Fenster zum proximalen Humerus. Jetzt haben Sie ja schon gehört, dass es Philosophieunterschiede oder Glaubensunterschiede gibt, was die Rolle der langen Bizepssehne anbelangt. Die sehen Sie hier laufen und die lange Bizepssehne, sieht man das gut? Ja. Ja. Die lange Bizepssehne nehme ich jetzt üblicherweise, weil ich sie eben beim jungen Patienten nahezu immer tenodetisiere und beim jüngeren oder sehr adipösen Patienten nahezu immer tenotomiere, so unter den Finger. Dann hebt sie sich leicht und dann kann ich letztendlich den Verlauf der Bizeps sehen. Ich denke, das sieht man hier sehr schön. Ist dein Immer ein wirkliches Immer? Ein 99% Immer, ja. Auf jeden Fall kann ich so letztendlich das Intervall eröffnen und kann dann letztendlich die lange Bizepssehne so tenotomieren. Im späteren Verlauf kann ich sie dann entweder hier weichteilig an den Pectoralis tenodetisieren oder, wie ich es jetzt hier aus Expositionsgründen mache, ich nehme sie komplett, schalte den kompletten intraartikulären Verlauf aus. Hast du den Stich in meinem Herz gespürt? Ja, ja, Olli, aber glaub mir, die haben weniger Schmerzen. Das Schöne ist, ich bin ein einfach strukturierter Mensch, und ich mag relativ einfache Lösungen und dadurch, dass ich jetzt hier den Sulcus bicipitalis in den Kopf verfolgen kann und ihn gleichzeitig hier unten sehr gut tasten kann, kann ich auch bei sehr stark verdrehten Frakturen, dadurch, dass ich nur diesen Kanal mit dem Finger verfolge, sehr schön meine Torsion Kopf gegen Schaft einstellen. Das ist ein, glaube ich, vernünftiger Trick. Guter Trick. Jetzt haben Sie gesehen, dass wir hier letztendlich mit einer Headsplit-Komponente zu kämpfen haben. Es gibt jetzt entweder die Möglichkeit, jetzt ist gleich die Zeit vorbei, es gibt jetzt entweder die Möglichkeit, dass ich einfach Glück habe und sich über K-Drähte oder über ein Respiratorium oder Elevatorium im Frakturspalt der Headsplit so einstellen lässt, dass ich ihn nicht weiter manipulieren muss. Da brauche ich aber wirklich viel Glück dazu. Dann gibt es die Möglichkeit, dass wir in meinem Fall, zumindest vom CT her, eigentlich das Tuberculum minus etwas eleganter gebrochen sein sollte. Also das Tuberculum minus ist hier ganz leicht lateral, wie Sie sehen, lateral des Sulcus gebrochen. Und ich würde jetzt hier letztendlich mit dem Skalpell den Vorderrand vom Subscap mobilisieren, beziehungsweise hier einen ganz leichten Subscap-Peel-Off vornehmen. Und dann könnte ich, so wie wir es früher für die anatomische Frakturprothese gemacht haben, durch den Frakturspalt hindurch, hätten wir vielleicht auch ein Skalpell für mich? Nein, gut. Dann bitte verzeihen Sie diese Scherenpräparation, das mag ich normalerweise nicht. Aber Sie sehen, jetzt kann ich hier meinen Subscapularis mit dem frakturierten Tuberculum minus zur Seite nehmen. Und habe jetzt einen sehr, sehr schönen Einblick, sieht man das, auf den Headsplit. Hier, das war, glaube ich, schon mal ein richtig guter Move, ja, zu zeigen, wie man an den Headsplit kommt. Reponieren, fixieren ist ja einfach. Genau. Jetzt würde ich letztendlich hier die Kalotte anheben. Sie sehen, das funktioniert ganz gut durch die Fraktur. Temporär fixieren. Temporär fixieren. Platte drauf.
reponieren. Genau. Noch Fiberwires dann? Das ist ganz entscheidend, analog zu der Technik vom Oliver. Den Subscapularis würde ich hier transosär stechen mit mindestens 2, eher 3 Nähten. Und das Tuberculum Maius auf jeden Fall ebenfalls mit wenigstens einer. Ich favorisiere 2 Zerklagen refixieren. Was man dann noch sagen kann, straighte laterale Platte ist mein Favorit. Kann man philosophieren, ob man das Tuberculum Minus mit einer Schraube additiv sichert oder, so wie es die Münsteraner in letzter Zeit propagieren, hier noch eine Buttress Plate zusätzlich. Drittelrohr oder genau. Was auch immer. Ludwig, vielen Dank. Ich glaub, mehr, das war ein sehr ungleicher Kampf, was die Zeit angeht. Aber ganz klar entschieden. Sollen wir nochmal ein abschließendes Röntgenbild machen? Trotzdem von beiden Faktoren nochmal ein abschließendes Röntgenbild. Damit Oliver auch seiner Frau sagen kann, du, ich war so toll heute. Ja. Kann man immer. Die weiß es. Aber das Entscheidende ist, wir haben auch bei der zweiten Frakturgeometrie gesehen, wie man das von der Strategie angeht, dass die fürs Nageln völlig ungeeignet ist. Da sind wir uns einig. Bei der anderen Frakturgeometrie ist die Platte sicherlich trotzdem immer noch eine sehr, sehr gute Alternative. Vor allem, wenn man diese vielen Feinheiten beim Nageln nicht beachtet, kann man sehr schnell Schiffbruch erleiden. Ja. Und die Komplikationsrate ist nicht zu unterschätzen. Und die Learning Curve, die sollte eben auch beachtet werden bei so einem Verfahren. Definitiv. Also, man sollte nicht immer nur ein Werkzeug im Koffer haben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Jetzt haben wir 3 Minuten überzogen. Ludwig, Oliver, vielen, vielen Dank für diese fantastische Demonstration. Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuschauer haben sehr viel gelernt. Und ich mal wieder auch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Dankeschön.